Herzlich willkommen hier am Vorwärtsstand auf der Frankfurter Buchmesse zu unserem schönen Format Politik trifft Buch. Machen wir jedes Jahr, dieses Jahr besonders gern, weil wir uns endlich wieder hier sehen können. Und es können jetzt mehr Menschen zusehen als in den Jahren zuvor am Stand, denn es wird ja jetzt auf YouTube auf dem Vorwärtskanal, den man auch sehr gerne abonnieren kann, übertragen. Und es geht jetzt um ein Buch, das heißt eine Art Familie, geschrieben von Jo Lendle, der hier ist, freue mich sehr. Jo Lendle ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch verlegerischer Geschäftsführer des Karl-Hanser-Verlages und hat hier auf der Buchmesse sehr, sehr viel zu tun, ist in mehrfacher Funktion unterwegs. Und wir sprechen über dieses Buch. Der politische Blick soll natürlich auch nicht fehlen bei unserem Format. Das ist Martin Rabanus. Freue mich auch sehr, dass er hier ist. Er ist der Sprecher für Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion. Eine Art Familie ist klar, es geht um Familie und zwar um ihre Familie. Aber es ist ein biografischer Roman, richtig? Es ist nicht eine Dokumentation, sondern es ist ein bisschen was dazu gemixt. Und ich habe gelesen schon im Vorfeld, es gab Koffer voller Materialien. Und ich dachte, boah, hat der ein Glück. Ist das ein Glückstreffer gewesen oder war es zu viel? Nein, es war ein Glückstreffer, weil es nicht einfach nur ein, wie Sie sagen, ein Roman aus dem Nichts heraus ist, sondern es ist angelehnt an die Familiengeschichte, es ist angelehnt an die Person meines Großonkels Ludwig Lendle. Und da war es irrsinnig schön, seine ganzen Tagebücher, Briefe und so weiter zur Verfügung zu haben. Aber ja, Sie haben vollkommen recht, dadurch, dass es ein Roman ist, muss man irgendwann auch sagen, vielen Dank, das war sehr schön, jetzt bitte fort damit. Und jetzt ist es die Erinnerungsfrage, die Überlieferungsfrage, die Aneignungsfrage, die Erfindungsfrage, daraus einen Roman zu machen. Wenn ich mir vorstelle, also meine Familie ist eigentlich auch ganz interessant, aber ich habe keine Koffer voll Material und ehrlich gesagt, ich habe versäumt, Fragen zu stellen, als es noch möglich war. Ich weiß nicht, Martin Rabanus, wie geht es Ihnen? Also könnten Sie jetzt sagen, mache ich. 2, 3 Generationen, da habe ich ganz, ganz viel, ich weiß Bescheid über meine Familie. Könnten Sie sowas schreiben? Also richtig aus dem Stegreif tatsächlich nicht. Nun hat der Ludwig ein offensichtlich auch bewegteres Leben geführt als Großonkel in meiner Familie. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so der Stoff ihm hergeben würde. Aber tatsächlich ist es natürlich etwas, womit man sich in einem gewissen Alter beginnt auch zu beschäftigen. Was ist eigentlich so die eigene Familiengeschichte? Wir sind in etwa gleich alt. Ich bin Jahrgang 71, Sie sind Jahrgang 68. Also insofern eine Alterskohorte. Ich kann das gut verstehen, dass man ein bisschen sich mit dem auseinandersetzt, wo man herkommt, was einen eigentlich ausmacht, jenseits dessen, was man sich selber angeeignet hat, sondern was man auch mitbekommen hat. Und das finde ich schon eine sehr spannende Geschichte. Deswegen habe ich es auch so genossen, dieses Buch zu lesen, weil ich an vielen Punkten für mich persönlich auch Anknüpfungspunkte gefunden habe. Glauben Sie, dass, wenn man das Buch liest, einer bestimmten Generation angehören muss? Höre ich jetzt ein bisschen raus, oder ist es für alle interessant? Ich glaube nicht, dass man einer gewissen Generation angehören muss. Wie es mit Romanen halt so ist, die Leserin nimmt sich das aus einem solchen Werk, das er oder sie haben möchte. Und da gibt es ja in diesen Jahrzehnten, die dieser Roman sich fortbewegt, unterschiedliche Aspekte der persönlichen Lebensgeschichte, viel, was Fiktion ist, was drin ist, viele historische Bezüge, die eine Rolle spielen, sowohl was politische Anknüpfungspunkte, gesellschaftliche Anknüpfungspunkte anlangt, wie auch wissenschaftsgeschichtliche Fragestellungen. Also ich finde, ich würde jedem empfehlen, das mal zu lesen und zu schauen, ob es denn tatsächlich eine Generationenfrage ist, ein solches Buch zu genießen. Ich glaube das nicht. Ich frage deswegen, weil bei mir war der Punkt, meine Großtante ist am 01.01.1899 geboren. Und da habe ich sofort diesen Zugang gehabt und dachte, ah, okay. Und habe verglichen, hat meine Großtante mit dem Großonkel sozusagen. Ja? Also jedenfalls waren die ein Jahrgang. Und
da fühlte ich mich gleich total gut aufgehoben, weil ich einen Menschen kannte, der eben aus dieser Generation war und mich da reindrehen konnte ein bisschen. Wie war das? Also, dieser Roman beginnt ja im Kaiserreich. Vielleicht sollten wir ein bisschen was darüber erzählen, damit, okay, wir haben jetzt schon Großonkel Ludwig. Wir müssen aber unbedingt auch Alma mit reinbringen. Ich bin mir gar nicht sicher, wer von den beiden die größere Rolle hat. Wer ist ihnen näher? Das Jahr 1899 legt natürlich schon mal eine Sache unmissverständlich fest. Es war ein Leben, das einfach auch ganz stark von außen beeinflusst war. Also aufwachsen im Kaiserreich. Ludwig Lendl, 1899 geboren, war an der Front im Ersten Weltkrieg. Alma, die nur 2-3 Jahre jünger war, hat natürlich das auch alles mitgemacht. Weimarer Republik, Nazi-Zeit, der seltsame Wiederaufbau im Osten und im Westen. Und wenn Sie fragen, wer mir näher war, Alma ist mir näher. Alma ist sozusagen die Figur, die lebendiger ist, während Lud ganz viel um sich selbst kreist. Er hat natürlich auch ganz konkret die Schwierigkeiten, dass seine eigene Familie eben auch nur eine Art Familie ist, die dysfunktional ist und nicht wirklich funktioniert. Sein Bruder, der früh Nazi wird. Wie kommt man da raus, indem man sich einfach auch ein bisschen abschottet gegenüber der Welt? Und Alma hat dieses andere Wesen, ist viel zugänglicher, weltzugewandter, natürlich auch Lud zugewandter. Sie will was von Ludwig, während Lud, so wird er von allen genannt, sein eigenes Ding macht. Also sie ist mir viel vertrauter, während ich eben um Lud immer ein bisschen drumherum getänzelt bin und ihn beobachtet habe. Gab es dann über Alma oder von Alma, ist sie überhaupt eine historische Figur? Gab es über sie auch Materialien oder ist sie eine Erfindung? Ist sie fiktional? Alma ist tatsächlich eine Erfindung. Alma habe ich deswegen mit reingebaut. Also es lohnt sich wohl dann eben auch wieder eine Art Familie, aber eine selbstgewählte. Das ist eine Art Wohngemeinschaft zusammen mit der Haushälterin Fräulein Gerner. Und die drei teilen ihr Leben ganz offensichtlich, weil sie besser miteinander sind. Alle haben ein bisschen Einsamkeitshintergründe und sind nicht ganz leicht im Umgang, aber entscheiden sich miteinander, einsam zu sein, ist besser als allein. Und Alma habe ich mit dazu geschrieben, weil ich dachte, dieser Ludwig braucht jemand, der ihn schüttelt und auch mal irgendwie mit der Welt konfrontiert. Und ja, sie ist mir ganz, ganz wichtig. Alma, schon im ersten Kapitel, wenn sie eingeführt wird, sie ist ja weise, sie wird an einem Tag sterben. Ihr Vater, der wird ermordet, ein Anschlag, und ihre Mutter von der Straßenbahn überfahren, weil sie einfach in Hektik und Hast versucht, noch irgendwas zu retten oder wohin zu kommen. Dann ist sie eine Weise und wird erstmal hin und her geschickt. Und dann, sie gründet einen Club mit sich selbst als Mitglied, damit sie mit jemandem sprechen kann. Und diese Einsamkeit, die daraus spricht, hat mich total erwischt, muss ich sagen, ja, diese Szene. Und möglicherweise deswegen habe ich diese Einsamkeit in diesem ganzen Buch immer wieder gesehen, gelesen, gehört, gespürt. Die Einsamkeit zieht sich tatsächlich durch, nicht wahr? Durch alle Figuren auch. Ja, und ich meine, mein Gott, irgendeine Ureinsamkeit, ob wir wollen oder nicht, haben wir ja alle. Und wir versuchen sie sozusagen mit anderen zu teilen. Das wird vielleicht im Buch besonders deutlich gezeigt, dass die Einsamkeit trotzdem übrig bleibt, so nah uns die uns Nahestehenden auch sind. Wie war das, Martin Rabanus? Einsamkeit, Familie passt ja eigentlich gar nicht so richtig gut zusammen, auch wenn man sich eine Familie wählt, diese Art von Familie. Geht das trotzdem zusammen in dem Buch? Ja, für mich geht das zusammen. Also ich fand es in der Tat auch, ich weiß nicht, ob bedauerlich, wahrscheinlich am ehesten bedauerlich, als ich in irgendeinem anderen Interview in der Vorbereitung las, dass Alma tatsächlich Fiktion ist, weil die gute Alma natürlich wirklich dieses Trio wunderbar komplettiert. Also dieses Duo, das es ja wohl historisch gab mit der Haushälterin, eben zu einem Trio macht und so komplettiert. Und auch natürlich in vielen Punkten im Kontrast auch zu der Persönlichkeit von Ludwig ist, das ist ja kein Zufall, die als lebensfroh auch dargestellt ist, als sinnenfreudig und diese ganzen Aspekte, die Ludwig ja gar nicht hatte, weil er
mehr oder weniger sich selber darüber im Klaren war, dass er homoerotisch veranlagt war. Das muss ja wohl, es wird deutlich im Buch, wird aber natürlich nicht sozusagen drauf rumgeritten. Aber diese Tatsache, dass sich da drei Personen finden, die dann ihr Leben auch miteinander ja verbringen, stabiler als so manch eine Familie, die üblicherweise von einer Konstellation, die üblicherweise als Familie angesehen wird. Das fand ich schon sehr, sehr schön auch dargestellt, wie das möglich ist durch all diese krisenhaften Erlebnisse, die Widersprüchlichkeiten, was ich natürlich vor allen Dingen auch in dem Buch mitgelesen habe, ist dieses Thema Ludwigs Rolle in der Nazizeit. Also dieses sich abgrenzen wollen und das Ablehnen auf der einen Seite, aber zugleich für die Wehrmacht auch gearbeitet zu haben und damit natürlich auch Teil des Systems gewesen zu sein, was ihn ja auch offenkundig bis zum Lebensende nicht wirklich losgelassen hat, diese Zerrissenheit auch zu haben. Und da fragt man sich in der heutigen Zeit ja dann auch, wie ist das eigentlich heute? Also wie gehen eigentlich heute Menschen, auch bildungsbürgerliche Menschen mit Phänomenen wie Hass, Diffamierung, Intoleranz, Anfeindungen um? Wie ist das? Ist unsere Gesellschaft wirklich so weitergereift, dass sich eine breite Bewegung dagegen zeigt? Ich glaube, der Befund ist eher ernüchternd. Und auch da kann man die Bezüge dann zu heute sehr schön darstellen, finde ich. Hier nimmt sich dieses Zeit mal den Bruder von Ludwig mitzunehmen, Wilhelm. Der war ja Nazi. Er ist relativ schnell eingetreten, fand das auch super, hat da gelebt in dieser Welt. Und dadurch hat sich der Bruder Ludwig so ein bisschen rausgezogen aus der Familie. Und vielleicht ist er deswegen in diese Einsamkeitsrolle gekommen. Wie war das in Ihrer Familie? Das war tatsächlich so. Also ich habe, so viel ich erfunden habe, diese Dinge waren mir ungeheuer wichtig, genau zu belassen. Das Politische, aber auch das Wissenschaftliche, das sein Leben ja auch bestimmt hat. Und alles, was da drum ist, die Bekanntschaften, das Miteinander umgehen, da habe ich mir Freiheiten rausgenommen. Das Besondere ist, worum es mir auch ging, ist, das Politische ist ja nie allein da, sondern das ist immer zum Beispiel in Konstellationen. Also bei den beiden zum Beispiel ist es so, die waren nun mal Brüder. Das ist, die waren eng miteinander gewesen. Die kamen aus einem Geist, über den man einiges sagen kann, dieses sehr urdeutsche Kulturbürgertum, das eben immer glaubt, ein bisschen was Besseres zu sein. Und dann führt es dazu, dass man so unterschiedliche Wege nehmen kann, kommend vom gleichen Ursprung. Und plötzlich merken die beiden, sie sind sehr, sehr anders. Und sie werden nie mehr wirklich zueinander finden, weil diese Urtrennung sich nicht überwinden lässt. Und das Irre ist jetzt, sie fangen an, um ihre Mutter zu ringen. Wer bringt sie auf ihre Seite? Also ist das Politische plötzlich etwas, was ganz unmittelbar uremotional wird. Und als Ludwig merkt, den Kampf um die Mutter wird es verlieren. Die Mutter schlägt sich auf die Seite Wilhelms. Das hat ihn einfach ganz grundsätzlich herausgerissen aus dieser Familie. Und die folgende Generation, also man hat ja einen Onkel dann auch, ne? Also haben die sich aufgeteilt sozusagen auch zwischen diesen Brüdern oder diesen Onkeln? Das erste Beispiel ist natürlich der sogenannte Neffe, der natürlich mein Vater ist. Ich nenne ihn im Buch immer nur den Neffen von Ludwig, aber man kann ja rechnen, der tatsächlich eben als Sohn eines Menschen geboren war, der auch nach dem Krieg völlig ungebrochen bis zu seinem Tod überzeugter Nationalsozialist geblieben ist und hat sich so durchgewurschtelt hat. Der hat plötzlich auch seinen Job als Schuldirektor wiederbekommen. Das ist ja nun auch keine Überraschung, dass in der jungen Bundesrepublik diese Karrieren weiter dann möglich waren, nach einer kleinen Ausklingzeit. Und mein Vater, der früh merkt, irgendetwas stimmt nicht. Aber wie kann man gegen den Vater denken, da stimmt etwas nicht? Also diese Brüche, die ihm auch sein Leben lang anzumerken waren, als er dann das erste Mal wählte er die CDU. Und hatte das Gefühl, er wählt so eine quasi kommunistische linke Partei und gepiert damit seinen Vater. Der sagte, wo bist du gelandet, du Halunke?
Und dann ist er ganz, ganz langsam durchs politische Spektrum nach links gewandert, aber immer mit dem Gefühl, was würde mein Vater dazu sagen? Also, würde ich sagen, das ist eine ganz normale Familie? Das ist eine ganz normale, also jede Familie ist eigen, aber jede Familie mit Dostojewski ist natürlich irgendwie auch in irgendeiner Weise stellvertretend für ihre Zeit. Und da waren sie völlig unbestreitbar auch einfach Menschen, an denen sich Zeit niederschlägt und abbildet. Wie gehen wir damit um, dass wir uns vielleicht in irgendeiner Weise doch schuldig gemacht haben, auch wenn, Sie haben es gesagt, Ludwig ganz dezidiert dieses System abgelehnt hat, aber über seine Forschung Teil des Kosmos war und auch dazu beigetragen hat. Wie geht er mit dieser Schuld um? Wie geht er mit der Schuld um, dass er eine Professur bekommen hat, weil sie frei wurde, weil ein jüdischer Professor rausgeschmissen wurde? Das war eigentlich für ihn die ganz konkrete, auf eine Person gemünzte Schuld seines Lebens. Ich muss sagen, ich habe es wahnsinnig gerne gelesen, hauptsächlich glaube ich deswegen, weil erstens ist es wunderbar geschrieben. Dank dafür wirklich, ich darf auch denken als Leser, ich darf mir meine eigenen Bilder machen, das finde ich ganz großartig. Und ich habe auch Sachen gelernt, ehrlich gesagt. Wie heißt dieser Nerv? Vagusnerv? Der Vagusnerv. Ich wusste nicht, dass es den gibt und ich habe dann mal gegoogelt. Gibt es den? Ja, den gibt's. Ja, klar. Aber dann dachte ich so, eigentlich kann man mir im Roman ja alles erzählen. Und irgendwann stand ich vor der Frage, was stimmt denn jetzt hier eigentlich? Was ist jetzt historisch belegt und was nicht? Muss ich jetzt alles nachgucken? Ging es Ihnen auch so, oder ist es irgendwann egal, weil es einfach eine gute Geschichte ist? Ja, es war irgendwann egal. Also ich habe mir das auch, als ich einstieg, überlegt oder versucht zu überlegen, was ist jetzt, welche Figur ist historisch, welche nicht. Ich habe vorher gelesen gehabt, dass es, ich will jetzt nicht lügen, 160 Charaktere gibt, davon genau die Hälfte erfunden, die andere Hälfte nicht erfunden. Und dann habe ich angefangen, mit dieser Schere im Kopf mir die Frage zu stellen, war das jetzt eine Begegnung, die überliefert ist und nicht. Aber es spielt keine Rolle. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, weil es auch insgesamt ein Roman ist und keine Dokumentation. Und so muss man es auch lesen. In der Tat habe ich mich auch gefragt, weil Sie das gerade gesagt haben, wie sich wohl der Neffe weiterentwickelt hat. Das wäre sozusagen die Fortsetzung, die mich tatsächlich noch interessiert hätte. Und was das dann natürlich mit des Sohnes Neffen tut oder getan hat. Das ist ja dann wieder die Perspektive, ich habe es vorhin gesagt, wir sind ungefähr gleich alt. Ich hatte auch einen Großvater. Dieser Großvater war überzeugter Nazi. Ich hatte eine Mutter und Onkel und Tanten, die sich ganz unterschiedlich damit auseinandergesetzt haben. Die Familie hat ganz unterschiedlich ist die damit umgegangen, mit dieser Zeit. Zum Teil totschweigen, zum anderen Teil rausbrüllen. Also auch das ist irgendwie typisch, glaube ich, für unsere deutschen Familien. Irgendwo zwischen dem Geburtsjahr 1900 und heute. Insofern glaube ich, würde es sich lohnen, wenn Sie irgendwann mal wieder zu viel Lust und noch mehr Zeit haben, da mal eine Fortsetzung zu überlegen. Das Interessante ist ja wirklich, das höre ich natürlich jetzt ganz viel, dass es auch anstößt oder triggert nachdenken, wie war das bei mir. Und die Besonderheit ist eigentlich, jede Familie erzählt sich die Geschichten, die dem eigenen Dasein auch eine Stütze geben. Also wie in jeder Familie doch leichtfüßiger kolportiert wird, das, was sich ganz fröhlich anhört und wie das andere halt dann doch irgendwie schwerer durchkommt, auch auf nächste Generation. Also natürlich hatte ich alle Geschichten von Lud gehört, die bravourös sind, wie er entschieden hatte, das ist ja auch historisch, in seinem Institut in Leipzig, als er aufgefordert wurde, eine Hakenkreuzfahne zu besorgen, zurückgeschrieben hat, wenn ihr mich zwingt, dann benutze ich die, um das Sofa, das löchrige Sofa im Eingangsbereich damit zu bedecken. Also, das fand man toll.
Und dann wurde immer gesagt, irgendwas war aber schon, wir wissen aber nicht genau was. Und das war tatsächlich erst im Schreiben des Romans, in der Recherche, dass ich mitkriegte, wie er eben die Giftgasforschungen auch vorangetrieben hat. Das war einfach ein Teil, der dann nicht mit rübergekommen ist durch die Generationen. Und sowas gibt es sicherlich viel. Das sind sozusagen die Keller, die Koffer im Keller von jedermann. Ich habe auch überlegt, was meint, also ich habe meinen Vater natürlich gefragt, er war ja auch im Krieg. Und wie war das denn im Krieg? Hast du jemanden umgebracht? Hast du jemanden getötet? Und da gab es immer dieselben Geschichten dazu. Und die wurden immer gleich erzählt. Ich könnte die, glaube ich, fast auswendig wiedergeben, obwohl es ewig her ist, dass er mir die erzählt hat. Und dann dachte ich auch, ich könnte sowas, ich müsste unheimlich viel dazu dichten, zu diesen Anekdoten eigentlich, die ich nur habe als Hintergrund für das, was in der Familie war. Und das wird dann immer weiter erzählt und irgendwann ist das dann so. Ne? Dann ist das Familienleben sozusagen anekdotisch und dann nicht mehr romanhaft. Also es wird kleiner. Plötzlich kommt aus dem Kleinen, wenn man es nochmal in den Kontext setzt, auch wenn man sozusagen nochmal recherchiert, was war denn zu der Zeit, wird plötzlich auch das Kleine bedeutend. Also dass zum Beispiel mein Nazi-Großvater, Schuldirektor, in einer Zeit, in der natürlich sämtliche Klassenkameraden meines Vaters in den Volkssturm mussten, dafür gesorgt hat, dass sein Sohn irgendwie da rauskommt. Schöner Nazi, der sich da so seine Extrawürstchen macht. Und so entsteht aus der historischen Einbettung plötzlich auch eine innerfamiliäre Wahrheit. Ich fand es sehr, sehr schön, dieses Buch zu lesen, auch aus geschichtlichen Aspekten heraus, weil natürlich, wir clustern das so zusammen dann, ne? Also auch in der Geschichte meiner Familie kommt dann immer wieder irgendwie was vor. Und eigentlich ist das, wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, gab es Geschichtsunterricht, war schrecklich. Es gab immer nur Jahreszahlen und da muss man irgendwas lernen. Und dann dachte ich, wenn ich so ein Buch gehabt hätte damals, hätte ich wahrscheinlich viel mehr aufgesogen, weil es ja viel besser zusammengeht, wenn man Geschichten erzählt in Geschichte. Und ich hätte dann viel mehr gewusst von dieser Zeit. Ich hätte mir nämlich mehr Gedanken gemacht und mehr Emotionen mit reingehängt, was ja nur funktioniert, wenn man mehr als Zahlen hat. Genau, und Geschichte ist ohne das tatsächliche Leben, wie fühlt es sich an, in einer Zeit zu leben, ja wirklich auch ein bisschen blass und nutzlos. Und mich hat immer mehr interessiert, genau wie Sie sagen, wie kommt es zu diesen Phänomenen und wie verändert sich plötzlich, wie steigt das Wasser langsam und wie wird es langsam wärmer? Auch zum Abgleich natürlich für unsere Gegenwarten jeweils, wo steigt vielleicht das Wasser. Und ich meine, ja, bei Lütt war es ja nun wirklich die irre Konstellation, dass er zum einen diese Position zu den Nazis relativ früh hatte, dann aber auch nach Kriegsende in Leipzig als einer der wenigen, die dagegen gewesen waren, hat schnell in Verantwortung kam als Prorektor der Universität, die dann neu zu gründen war und sich Stantepede mit den Russen angelegt hat, weil er sagte, Freiheit der Forschung und Lehre, ist das jetzt auch nicht, was ihr hier anfangt. Das beeindruckt mich schon, dass er sagen, diese repetitiven Prüfungen auch zu bestehen hatte. Und klar, da schlägt sich dann Historie nieder an einem Leben. Und ist er wirklich mit der Luftbrücke umgezogen? Ja, das ist tatsächlich auch historisch. Er ist mit einem Rosinenbomber in den Westen geflogen, wurde sofort propagandistisch ausgenutzt. Hier, seht her, den hauen die Wissenschaftler ab, also gleich wieder ein Triumph des Westens. Also eine kuriose Situation. Die Rosinenbomber, die Luftbrücke flog natürlich, war voll immer vom Westen nach Osten und flog dann leer zurück. Und dann konnte man da eben mit seiner Bibliothek hat er irgendwie geschafft, schwarz über die grüne Grenze zu schmuggeln, aber er selbst ist mit den Dingern rausgeflogen. Also ein unglaublich vielschichtiges Buch, nicht nur die vielen Charaktere, die vielen Personen, die da mitspielen. Warum eigentlich so viele? Ach, so viele sind es ja gar nicht. Ich habe dann am Ende irgendwie jeden Zeitungsjungen, der an der Ecke steht, mitgezählt. So ein bisschen Personenrauschen ist dann immer da, aber im Kern sind es eigentlich diese drei, die da zusammenleben, plus die näheren Familienmitglieder, Bruder und Mutter und so weiter.
ganz viele unterschiedliche Orte, viele, Sie haben es gesagt, Herr Ravane, was da alles mitspielt, Wissenschaft kriegen wir mit, dieses Persönliche, auch die unterschiedlichen Orte, an denen man lebt und an denen man sich irgendwie wieder beweisen muss, dieses Zusammenbleiben, Nicht-Zusammenbleiben, Gemeinschaft und doch Einsamkeit, so alles, was so drin ist. Was war für Sie, wenn Sie jetzt einen Strich drunter machen, Herr Ravane, unter das Buch und sagen, am beeindruckendsten bin ich von was? Was nehmen Sie so mit? Also am beeindruckendsten bin ich in Wirklichkeit davon, dass das Erzählen so unaufgeregt ist. Dass der Roman ohne die großen Katastrophen auskommt. Also man hätte ja, weiß ich nicht, was alles für ein Gemetzel inszenieren können im Rahmen von zwei Weltkriegen, von Demonstrationsgeschehen in der jungen DDR etc. pp. Und all das findet nicht statt. Das hat mich erst ein bisschen überrascht und dann habe ich festgestellt, dass ich das sehr angenehm finde, weil es damit sehr nah an mich rankam, auch die ganze Geschichte. Und dann in den verschiedenen Facetten. Ich gucke als politisch tätiger Mensch eher auf die gesellschaftspolitische Dimension auf der einen Seite und auf die Frage der persönlichen Zerrissenheit von Lud auf der anderen Seite. Das ist eher mein Thema als die Suche nach dem Wesen des Schlafes oder der Einsamkeit. Das ist nicht so mein Thema gewesen. Aber das sind die beiden Punkte, glaube ich, die für mich besonders ansprechend waren, die mir auch wirklich etwas gebracht haben für das Heute. Aber insgesamt würde ich sagen, lest das Buch einfach und schaut selber, was für euch das Wichtige, das Gute, das Gewinnbringende ist, so wie es eine gute Geschichte auch tun soll. Nämlich sich da zu entfalten, wo sie hingehört, beim Leser, bei der Leserin. Da kann man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, oder? Das war das ein schönes Schlusswort? Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Okay, dann sage ich es auch nochmal. Jolente, danke für den Besuch. Ich fand es auch super.